Ja, also damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob! SpongeBob Battle for Kingdom Battle Rehydrated! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind immer noch dabei mit dieser Rutschpartie! So, ja, wir müssen die Herausforderung annehmen und versuchen es. Ich habe jetzt ungefähr einen Weg, was passen könnte. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Also wie gesagt, ich habe einen YouTuber gefunden, der das auch gespielt. Keiner von den Professionellen vielleicht, aber einer, der mir jetzt ein bisschen was gezeigt hat, jetzt zwei, drei Level gezeigt hat, bisschen was auch immer. Noch nicht. Professionell so. Wo ganz dabei Thema sind. Aber wir müssen es hinkriegen. Wir werden es hoffentlich irgendwann mal wuppen. Versprechen kann ich natürlich nicht. Ihr kennt mich doch. Ja, Hilfe. Okay, so viel zum Thema dazu. Du hast mein Rennen. Schrei doch nicht immer so. Ich hab Gefühle. Ich hab Gefühle. Ich mag es nicht, wenn man mich anschreit. Das nicht. Wirklich nicht. Ich mag es nicht. Ich habe natürlich auch überhaupt keinen Zeitvergleich, was überhaupt Sache ist hier, weil klar, was wir noch nicht geschafft haben, aber wir werden das ganze Ding nochmal runter müssen. Dann aber ohne Zeit. Und da möchte ich es gerne einmal, weil auch noch ein Fun drin ist und weil jetzt glaube ich die Zeit schaffen, noch mal ein und mal nicht. Hilfe. Boah, gut. Ich bin fast ein bisschen hängen geblieben sogar an dem Ding. Also hängen geblieben bin ich sowieso, aber ja. So, da runter. Du hast meine. Schrei nicht so! Ich hab der ja nicht da, jetzt müssen wir nicht da links hoch, sondern dann rechts hoch. Ich hab da ein bisschen. Ich hoffe, dass das hinkriegen wir mal. Keine Rutsche. Ich weiß ja, was auf mich zukommt, aber ich weiß ja nicht, was Sache ist. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Das muss man noch bringen gleich. Hier links hoch. Und dann den anderen Block gleich rechts hoch. Oder auch nicht. Du hast meinen Weg. Ich habe auch gar keinen Zeitvergleich. Ich habe keine Ahnung, wie viele Sekunden mir da fehlen, weil ich das Ding noch nie geschafft habe. Das ist es halt einfach. Ich weiß nicht, ich weiß mal jetzt ungefähr, was auf mich zukommt am Ende, aber ich weiß auch nicht, was Sache ist. Wie der Zeitvergleich ist. Nee. Ich will halt, wie gesagt, eigentlich schon die Geschichte heute beenden, aber das wird eh nichts werden, weil noch ein Level fehlt und wir haben schon 18 Uhr. Und ich müsste um 2 Uhr aufstehen, das heißt, das wird heute nichts mehr werden. Nur so nebenbei. Das ist nicht wahr! Du hast meinen Weg! Also die Zeit läuft sowieso jetzt, ob wir mal da sind, also nicht gleich von Anfang an. Da lang. Nein, da lang. Da lang nicht, aber. Das Ding jetzt mal kriege ich, aber nicht sein, dass ich es nicht kriege. Ey, manchmal ist das ein scheißer Spiel. Manchmal denke ich mir echt, ich schmeiß es runter von der Platte und fasse es nie wieder an. Natürlich fängt jetzt mein PC an, mein Fernseher macht das. Ich höre 5 Minuten nicht mal aus, ne? Warte mal.
Natürlich, das habe ich jetzt natürlich komplett aus. Ja, mein Fernseher wollte ich ausschalten. Katze. Ja, du hast Hunger, ich weiß das. Ich weiß es nicht. Aber Papa muss das Ding hier noch fertig kriegen. Das kann nicht sein, dass ich das Ding nicht hinkriege. Geschenke öffnen ist klasse. Mein Geschenk wäre, wenn ich das Ding hier mal abschießen könnte, irgendwann, wenn ich sagen könnte, ja, komm, scheiß drauf. Ui. Oh, 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 nein, nein, nein. Die Kurve ist eingefahren. Die Kurve viel zu eng gefahren. Dann denke ich mal, ist es auch durch. Aber wenn wir noch ein Endboss oder so ist. Ein Hellsborn ist ja sowieso klar. Das haben wir ja schon mal gespoilert. Das wird ja der fliegende Holländer irgendwann mal sein. Den kennt er ja. Aus der Serie natürlich. Das wird wahrscheinlich der finale Gegner sein. Dafür brauchen wir aber 60. Dings. Sofort war ich. Wieso komme ich denn nicht mal in dieser scheiß Kurve raus? Zu dieser Kurve komme ich, aber bis dahinter nicht mehr. Ich will den Scheiß-Rekord auch nicht brechen. Lass mich doch in Ruhe. Scheiß auf den Pfannwender. Und optional ist ja mehr oder weniger, dass ich das nochmal mache, um den nächsten Pfannwender zu holen. Aber du kriegst den nicht hin. Okay, dann scheint es wohl da nicht weiter zu gehen. Geht das wirklich oder links? Geht jetzt? Wenn er nicht hoch wollte, oder habe ich nicht gesprungen drin gehabt? Das kann doch wieder rein. Alter, Glück gehabt. Nur wieder gerettet die ganze Karre. Nein! Ich wollte zu viel. Der Witze. Oh. Fuyu. Natürlich war ich doch. Lass es einfach, Mario. Wer sagt denn, das ist das? Der YouTuber sagt mir auch, das ist nicht so schwer. Ja, nö, ist nicht schwer. Nee, schwer ist es vielleicht nicht, aber frustrierend.
Wow. Geschafft, ey. Wir brauchen jetzt nicht nochmal machen. Der hat aber Zeit, mehr als Zeit genug auf jeden Fall. Da gibt es noch eine Buchse. Wo ist er? Also, da hast du mal eine gute Zeit geholt. Ja, und ich hab's doch mal gerettet. Ich war eigentlich schon wieder weg vom Fenster. Ich würde sagen, ich habe diesen Kurs geschafft. Wie geleckt. Was ist das? Schuld ich dir wohl eine Belohnung. Nimm diesen goldenen Pack. Danke, mir, Jupp. So, wir haben jetzt den nächsten und damit sind wir bei 56 und zwei fehlen uns dann quasi. Mehr weniger zum letzten. So, ist das jetzt das Ende für euch oder was? Oder wie sieht das aus? Darf ich jetzt runter machen? Tschüss. Ich gehe jetzt nicht nochmal runter. So, haben wir. Oh, dann machen wir nicht rüber. Das heißt, wir machen uns dann auf zum Seetangwald. So, jetzt hoffe ich, dass wir das Ende haben oder was? Oder ist das jetzt quasi noch ein bisschen. Okay. Doch, das Ende. Es glänzt. Ja, doch. Tatsächlich. Hä, hey, ich erinnere mich an das Klo. Ich glaube, jetzt haben wir Socke, aber ich weiß nicht. Aber ich hoffe, wir haben alles, ne? Ja, ich muss jetzt quasi mit dem Ding mal Feierabend machen, weil. Die Socke hole ich mir noch, wenn es geht. Genau meine Größe. Mal kurz, komm ich da irgendwie so hoch? Nee, ne? Eigentlich wollte ich da hoch. Über die Dinger. Ah ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das ist wichtig. Wir kommen gar nicht da so mehr oder weniger hoch, ne? Ja, komm, egal. Wir haben es auf jeden Fall. Wir haben sie jedenfalls geschafft. So, und jetzt kommen wir zurück zum der Bikini Bottom. So, jetzt haben wir noch zwei Pfannenwender. Ich hab's geschafft, ey. Ja, es war frustrierend, aber ich glaube, ich würde die eine Folge löschen. Nur so nebenbei. Das passt so. Jetzt gucke ich gerade mal kurz bei Mr. Krabs vorbei, weil wir wollen ja noch irgendwann das letzte Level angehen. Natürlich leider nicht mehr heute. Ich hatte eigentlich eine Krise heute hin. Wo ist denn Mr. Krabs? Mr. Krabs! Ich brauch diese. Ich brauch deine. Wir müssen. Ja, einen haben wir ja, weiß ich noch, wo der ist. Ja, eigentlich weiß ich sogar noch, wo zwei sind. So spontan. Hier haben wir alles, aber wo ist denn Mr. Krabs jetzt hin? Mr. Krabsy? Hab ich hier noch einen? Ich brauche noch mindestens. Eigentlich fehlt jetzt sogar noch hier einer, weil wir, wenn wir mal so ein bisschen auf die Level gucken, warte mal, wo ist denn Sandys Baumhaus?
Sie ist gerade nicht. Warte, Qualfelder. Ziehen wir den Schiff nicht in die Warte. Verseidung. Haben wir ja. Gut, wir hätten noch, wir haben, ja gut, wir hätten noch halt die ganzen, die haben wir ja. Die haben wir. Friedhof des fliegenden Holländers, ja klar. Diese Aufgabe hast du noch nicht erhalten. Warte mal, ich kann ja, ich will wissen, ich muss mal zu Patrick mal, ne? Weil wir haben ja mindestens, haben wir 10 Socken? Ja, ne? Dann kriegen wir nämlich einen Pfannenwender dafür. Mit 10 Socken. Weil ich versuche jetzt gerade. Was ist denn der? Hat er nicht hier gestanden? Hm. Was sind denn die ganzen Leute? Hallo? Da steht Patrick. So, kann man mit ihm reden? Wow, SpongeBob, du hast... Jetzt sind sie wieder sicher. Hier ist dein goldener Rütz. Pfannenwender. Damit kann man keine... So, damit hat er das auch. 57. Zwei werde ich mir noch kaufen können. So, ich guck mal gerade, was wir haben noch. Thaddäus Nerven. Thaddäus Nerven hat noch. Das heißt, wir müssen noch zu Thaddäus, oder was? Ich versuche gerade noch ein bisschen von Winner zu holen nebenbei. Ich wusste gar nicht, dass Thaddäus eine Lampe hat. Du stehst mir im... Okay. Du stehst mir im Licht. Aha. Oh, wie funkelnd. Du stehst mir im... Okay, 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 hör endlich auf herumzuspringen, ja? Ach, Tati. Fass mich nicht an. Ach, deswegen. Ich muss hier jetzt hier rumspringen und mir ein bisschen auf den Sack gehen. Cool. Und schon haben wir wieder, und schon haben wir mal wieder zwei weitere Pfannenwender am Start. Und damit haben wir 60. Also zumindest so, wie es ist. So, soll ich, dass ich noch irgendwo Mr. Krabs finde? Der müsste ja hier auch irgendwo rumgeistern. Wo soll denn? Ah, haben wir denn soweit? Ja, hier haben wir also alle. Genau. Bikini Bottom. Ja, mal Heldenhöhle haben wir auch noch. Oh. Ach so, ja, wir haben noch die. Ach, wir haben ja noch zwei Level. Wir haben ja noch nicht nur den fliegenden Holländer. Wir haben ja noch die Heldenhöhle. Wir haben ja noch die Heldenhöhle. Die habe ich ja noch gar nicht getan. Die acht Dinger. Oh, ich dachte, du kriegst fertig heute. Nö, können wir nicht. Aber ich muss jetzt gerade rum. Oder? Wo ist eigentlich Mr. Krabs hin? Wo ist denn Mr. Krabs hin? Da unten. Du willst ein Assist Hochqualität. Jo. Du willst ein Assist hoch. 60. Ich glaube. Kann ich jetzt nochmal mit dir quatschen? Du ein lukrativer Robot. Nein. Jetzt können wir theoretisch nicht mehr mit ihm quatschen. Du. Klasse. Die. Ja gut, wir haben jetzt mal so 15.000 knapp ausgegeben für die. Für die. Ich bin Rollkaste.
So, das wollte ich jetzt eigentlich schon mal freigeschaltet haben. Jetzt haben wir es tatsächlich hingekriegt. So schnell war ich eigentlich. War ich sogar noch zu schnell. So, liebe Leute, in der nächsten Episode geht's dann irgendwann mal weiter mit unserem Freund SpongeBob. Und dann geht es in die Heldenhöhle. Ja, wir versuchen mal die Heldenhöhle nochmal zu gehen, weil die wollen wir ja auch nochmal machen. Ich frage, das werde ich rausfinden, wo es war. Ich habe es mich tatsächlich vor mittlerweile vergessen. Im Altenheim war sie, ne? Im Altenheim war sie. Ich erinnere mich. Nicht hier. Oder? Die Polizeiwache, die haben wir ja schon mal abgeserviert. Jetzt muss ich gerade gucken, wo das Altenheim war. Hier war es, glaube ich. Ja, im Altersheim, genau. So. Gut. Schachmatt, der König des kontaktlosen Sports. Gut, in der nächsten Folge geht es dann halt, wie gesagt, in die Heldenhöhle. Und wenn wir die fertig haben, dann gehen wir zum Fliegenden Holländer und dann sind wir safe durch mit dem Spiel. Also zwei Aufnahmesessions noch eventuell. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.